Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen auf der Tribüne und zu Hause am Stream oder wo auch sonst immer. Also das rot-grüne schwarze Peterspiel geht mir langsam ehrlich gesagt auf die Nerven. Immer wieder wird von Rot-Grün gesagt, ja, wir haben das damals schon kritisiert, als die Pauschale eingeführt worden ist. Ja, richtig. Ich würde auch sagen, eingebrockt hat das Ganze schwarz-gelb. Okay, jetzt sind Sie aber seit 5 Jahren an der Regierung. Das heißt, Sie haben seit 5 Jahren den schwarzen Peter. Sie müssen seit 5 Jahren nach Lösungen suchen für ein Problem, was Sie damals auch schon erkannt haben. Machen Sie aber nicht. Sie warten ab, bis das Ding fast vor die Wand gefahren ist. Bis die Kindertageseinrichtungen kommen und sagen, es geht nicht mehr, wir sind wirklich am Ende. Dass es nicht funktioniert, dass dieses Defizit immer größer wird, sagen Sie schon seit Jahren. Jetzt ist es aber langsam so weit, dass es echt angefangen hat, dass Kitas schließen mussten. Mir sind auf jeden Fall 3 Kitas in Wuppertal bekannt, wo die evangelische Gemeinde nicht mehr in der Lage war, die Kita weiterzuführen. Okay, sie ist dann von der Diakonie übernommen worden, das heißt, die Plätze sind erstmal nicht weggefallen. Trotzdem ist es doch keine Lösung, irgendwelchen Gemeinden dann zu sagen, klappt nicht, gibt kein Geld mehr. Dann ist auch vorhin kritisiert worden, dass der Beschlussteil des Antrags relativ kurz und übersichtlich sei. Ja, das ist da, aber bringt genau die 3 Punkte, die wichtig sind, worauf wir langsam mal von der Regierung und auch von den regierungstragenden Fraktionen eine Antwort haben wollen, wie sie dort vorgehen wollen, um dies zu machen. Denn worum geht es? Es geht darum, dass die Kindspauschalen erhöht werden sollen. Kommen wir nicht drum rum, mit den Kommunen oder ohne Kommunen. Denn sagen Sie, ja, wir sind jetzt in Gesprächen mit den Kommunen dazu. Sie sagen aber auch nur, ja, wir werden mal in Zukunft machen. Problem erkannt, aber wir kümmern uns irgendwann mal drum. Wie viele Kitas müssen denn kaputt gehen, bis Sie sich drum kümmern? Ganz kurz, weil ein bisschen stört mich ehrlich gesagt die Beschreibung. Ja, es wird sicherlich, oder ich weiß auch, dass ein ganz, ganz großer Teil, es liegt aber auch daran, dass natürlich der größte Teil der Kindertageseinrichtungen oder ein ganz, ganz großer Teil von Kindertageseinrichtungen von den kirchlichen Trägern, von Gemeinden, der Caritas oder der Diakonie betrieben werden. Aber diese Probleme, und das hatte ja auch Herr Jörg vorhin schon ganz klar erkannt, betrifft alle Kindertageseinrichtungen. Und da muss ich sagen, der Beschlussteil sofort könnte ich so unterschreiben. In der Problembeschreibung, die würde ich doch noch etwas drastischer fassen, weil es sind nicht nur die kirchlichen Kitas, es sind alle Kitas, die damit ganz, ganz massive Probleme haben. Die einzigen, die ein bisschen vielleicht noch nicht ganz direkt damit betroffen sind, sind die Kitas der Gemeinden, weil die natürlich wieder über die Gemeinden mitfinanziert werden. Aber dann ist es auch wieder egal, dann könnten sie auch die Pauschale erheben, wenn sie hinterher die Kosten sowieso an anderer Stelle übernehmen. Also, liebe Landesregierung und liebe rot-grüne Fraktion, bitte kümmern Sie sich darum. Sagen Sie nicht, weil wir die Diskussion anheizen, würden wir es, oder weil die Diskussion jetzt in diesem Falle von der CDU hier angeheizt wird oder überhaupt das Thema auf den Tisch gebracht wird, sagen Sie, ja, das würde den Lösungen nicht helfen. Ja, nichts tun hilft den Lösungen auch nicht. Und nach vorne gucken und sagen, das machen wir irgendwann mal auch nicht. Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Jörg noch zulassen? Ja, natürlich. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Zwischenfrage, Kollegin Wegner. Es gibt ja mehrere Akteure im System der Finanzierung der Kitas, die ja im Gesetz auch festgelegt sind. Darunter sind Träger, Kommunen und auch das Land. Wissen Sie, welcher Akteur von den dreien der einzige ist, der seit 2010 rund 400 Millionen Euro in das System zusätzlich gegeben hat? Ich müsste jetzt ehrlich gesagt den Ding ist, aber ich weiß ja, worauf es hinausläuft. Es wird, wenn Sie schon so fragen, wird es das Land gewesen sein. Nur dummerweise hilft es nicht. Das heißt, solange die Kitas trotzdem pleite gehen, hat es nichts gebracht. Und genau da ist das Problem. Vielen Dank, Herr Kollege Wegner. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin.